Wer den TikTok schon ganz geil fand, der wird hier auch auf seine Kosten kommen. Man kann den TikTok nämlich auch über zwei Wände machen. Und das schaut dann so aus. Okay. Also schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen verlangsamt an. Der Anlauf ist grundsätzlich mal wieder der gleiche. Ich laufe so ein bisschen schräg, vielleicht parallel zum Kasten, auf diesen Kasten zu. Die Höhe des Kastens sollte ich natürlich irgendwie sinnvoll wählen. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, ich brauche eine gewisse Höhe, um diese Drehung vollenden zu können. Deswegen macht es jetzt auch keinen Sinn, nur das Unterteil und das Oberteil zu machen. Also hier, nicht ganz unentscheidend, Absprung, linkes Bein, damit das rechte an die Wand kann. Rechtes Bein, dann sieht man von der Höhe her, das ist schon nicht so flach, das brauche ich auch. Das linke Bein wird sofort durchgeschwungen. Und hier stehe ich dann quasi beinahe kurz im Spagat hier oben. Ja, soweit der Spagat halt noch geht. Und dann kommt mit dem linken Bein hier eigentlich nur noch ein kurzes Abdrücken. Und die Drehung wird vollendet. Danach kann man sicher gut eine Roulade anpassen. Aber vom Prinzip her muss ich einfach abspringen wie Sau. Rechtes Bein, linkes Bein. Und das Gute ist natürlich, dass ich das Ganze erstmal mit einem Arm auf dem Kasten hier erstmal ausprobieren kann. Und den Arm kann ich dann, wenn ich ein bisschen mehr Mumm habe, weglassen. Weitere Videos zum Parcours findet ihr auch hier. Insofern schaut mal rein.